Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Pascalations-Kanal. Ihr wisst Bescheid. Und zwar habe ich mir gedacht, so gerade in letzter Zeit fällt es mir extrem auf. Erstens ist eine Web-Talk-Folge über Interviews so. Wie wichtig sind Interviews als Rapper? Was denkt ihr? So, für mich ist es ganz klar, gehört ganz safe, wichtig, wirklich wichtig dazu, weil Musik ist erstens viel Entertainment. Du willst wissen, was steckt hinter dem Künstler, wie es wirkt er so oft persönlich. Gerade auch mit den Fanfragen, weil bei jetzt beispielsweise Fragerunden, da suchst du dir immer die Fragen aus, die du beantwortest. Bei Fragerunden finde ich es immer geil, wenn das so ein Typ macht, der es wirklich drauf hat, sich ein paar coole Fragen ausdenkt. Nicht nur Feature mit denen, alles Mögliche, was Fans halt wissen wollen, egal ob es jetzt ein Flair, ein Bushido, ein Mero ist oder ein Kapi oder ein Newcomer oder ein Bon ist, sag ich jetzt mal, so scheißegal, so, weißt du? Aber ja, ich finde, es gehört einfach dazu. Die neuen Rapper machen es ja sowieso nicht, aber auch viele ältere Rapper machen es mittlerweile nicht mehr so, und das finde ich echt schade. Früher, wenn ein Album kam, kam auch ein Interview. Vielleicht liegt es auch an den Plattformen, dass die alle scheiße sind, so, ne? Weil es bauen schon viele Mist. Selbst ich mag wenig Rap-Portale noch. TV Straßensound gebe ich mir noch gerne, weil die setzen sich auch mit Newcomern hin. Das finde ich schon mal sehr, sehr stark. Marvin finde ich natürlich ganz gut. Ist natürlich in dem Sinne kein Rap-Portal, sage ich jetzt mal so, wie man das sagt. Wie kann man sich denn noch? J. Jiggy-Interviews, die mal ab und zu gekommen sind, fand ich auch ganz nice eigentlich. PA Sports, Gio war, glaube ich, da, weiß nicht, mit Kollegen, glaube ich, auch mal, aber ich bin nicht ganz sicher. Ist jetzt so auf spontan entstanden, das Video. Habe ja heute auch einen Post darüber gemacht. Ja, was soll ich euch sagen? Und dann teilweise werden jetzt schon in Boxen die Interviews gepackt, was ich so ein bisschen scheiße finde. Weil, ne, ich finde, ein Interview sollte öffentlich sein, was sich wirklich jeder angucken kann. Auch wenn ein Rapper dich musikalisch oder menschlich oder wenn irgendwas enttäuscht hat, so, du bist eigentlich so, fuck, ich will nichts mehr mit dem zu tun haben, der das und das und das macht. Vielleicht, wenn ich mir seine Erklärung angesage, dann okay, dann kann ich es verstehen oder ich kann es so nachvollziehen, so, weißt du, dann würde ich nochmal denken, irgendwie, dass, ja, okay, ja, wenn man es aus der Sicht betrachtet, kann man die Sachen vielleicht wieder anders sehen, so, weißt du. Jetzt zum Beispiel Bushido hat, gibt ja, glaube ich, dieses Interview in der Box. AZ hat es jetzt auch schon gemacht und so weiter und so fort. Ich finde es cool, ne? Also an sich finde ich es cool, ne? Weil Interviews sind immer geil. So. Für mich gehört das einfach dazu. Und ich glaube, die Leute haben auch teilweise einfach zu viel Angst, sich zu verplappern oder dass sie ja nicht mehr so cool wirken, so hart wirken oder was weiß ich, was die Leute für Psychosen schieben, weißt du? Aber okay, so jeder muss selber wissen, was er macht. So, was heißt, ich kritisiere so das ganze Gesamtprodukt, was für mich bei Rap einfach dazugehört. Und da gehört auch dazu, ich stelle mich den Fragen so, ich, auch wenn es mal so Kritik herrscht, so ich beantworte alles, ist doch kein Ding. Wir können auch über Musik sprechen, so, weißt du? Verstehe ich nicht, aber muss ich vielleicht auch nicht. Und was mich auch noch stört, es kommen so oft Alben, wo dann 12, 13 Songs drauf sind, ne, Digga. Und dann sind einfach schon 4 oder 5 Videos ausgekoppelt. Und dann bestellst du dir eine Box, hast 50 Euro für die Box und die Musik interessiert eigentlich ja nicht mehr. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich habe, Mert und Z ist jetzt ein anderes Beispiel eigentlich, weil die Box halt nur 30 Euro gekostet hat. Ist okay, so mäßig, ne? Aber dann hast du 12 Songs drauf. Ich glaube, die haben 5 Videos gemacht. Du musst natürlich für die Songs, die hier rauskommen, auch bezahlen. Das vergessen die Leute natürlich auch immer. Safe, klar. Aber so im Prinzip, so denken sich doch bestimmt Leute, warum soll ich mir das Album streamen? Fast die Hälfte des Albums ist ja schon draußen. Wisst ihr, wie ich meine? Was natürlich komplettes Scheißdenken ist, weil die YouTube-Videos kann man ja auch unterstützen mäßig. Aber andererseits kassieren die ja ihr Geld auch durch Spotify, durch Klicks bei YouTube und was weiß ich. Das ist ein schwieriges Thema, es lag mir so ein bisschen auf der Seele, mal da ein bisschen was zu sagen. Schreibt mir auch gerne mal die Kommentare, was ihr so darüber denkt. Und wenn ich es schaffe, wird zum Mert und Zett vielleicht noch eine Rap-Talk-Folge kommen, aber ich kann es jetzt noch nicht versprechen. Deswegen schreibt mir eure Meinung zu den Interviews und so weiter gerne in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Und ja, wenn du Rap so feiert wie ich, lass doch ein Abo da. Und ja, ich bin raus, meine Freunde. Peace.